Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Ich hatte ja letzte Woche nach einer längeren Zeit wieder das erste Collection-Update gebracht. Das ging ein wenig länger, ich glaube wir waren gut über eine halbe Stunde. Diesmal wird das ein bisschen kürzer, wenn ihr wirklich in die Tiefe die ganzen Sachen sehen wollt, was ich quasi in der Zeit von 9.1 bis quasi vor einer Woche so gebastelt habe in WoW an Collectibles. Schaut euch das am besten an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier soll es jetzt ein bisschen komprimierter gehen. Ich habe auch versucht, ein paar Dinge ein bisschen visuell zu vereinfachen. Das werden wir uns dann gleich nochmal angucken. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein. Ich bin auch dabei, jetzt gerade so ein paar Parameter ein bisschen zu ändern am Addon, was wir benutzen. Und zwar ist das All the Things. Und dort habe ich ja vor 9.1 ausschließlich im Unique-Modus gearbeitet. Wer das nicht weiß, der Unique-Modus ist quasi hauptsächlich für die Appearance, also fürs Transmog relevant. Und dementsprechend, wenn man im Unique-Modus ist, sammelt man nur eine Quelle an für einen T-Mog und nicht alle Quellen. Also es gibt verschiedene IDs und diese verschiedenen IDs sind jeweils eine Quelle für das ein und dasselbe Transmog. Das habe ich jetzt geswitcht, bin jetzt zum Komplettist-Modus gegangen. Deswegen werden sich jetzt auch in der Reihe so ein bisschen die Zahlen ein bisschen nach unten absenken. Sonst war ich ja immer bei über 99%. Ich glaube zuletzt irgendwie 99,50 oder was es da sogar war, je nachdem, was man da für Sachen anhakt oder halt dann dementsprechend auch nicht. Und jetzt werden wir halt hauptsächlich den Komplettist-Modus uns anschauen. Heißt Komplettist-Modus beim Druid und sogar auch im Account-Modus, dann da möchte ich auch vermehrt einsteigen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir kurz mal die, obwohl die Settings können wir hart anschauen. Ich hatte euch ja das letzte Mal auch gezeigt hier die Seite Data for Azeroth, wo ich da halt unter anderem ein bisschen am Basteln bin. Mittlerweile habe ich hier den Score ein bisschen erhöhen können, konnte mein World Rank auf 22 steigern, was ja eigentlich ganz nett ist. Warum ich euch jetzt das hier nochmal zeige, ich finde eigentlich die Sachen, die hier so ein bisschen mit angezeigt werden, ganz gut. Da sind eigentlich alle Collectibles so drin und das ist auch die Geschichte, wo ich so ein bisschen dran bin, um meinen Score zu erhöhen. Deswegen habe ich mir jetzt so eine kleine Tabelle gebastelt. Ich hoffe, das blendet euch jetzt nicht zu sehr, wo ich einmal Sachen eingetragen habe, die Data for Azeroth betreffen. Heißt, sprich, diese kompletten Sachen wie Completist-Score, die Achievement Points, die Heldentaten, Mounts, Pets, Petscore, Titel, Reputations, Rezepte, Quests, Toys, Appearance, Alts, Altscore, Honor Level und Honorable Kills quasi. Also die haben wir hier alle drin. Und dann habe ich hier unten noch für All the Things dann einmal den Insane Druid Comp Modus, dann die Prozente und dasselbe nochmal Insane Account Comp Modus eingetragen. Das werden wir uns jetzt auch gleich nochmal anschauen. Falls ihr euch fragt, was diese beiden Modis sind, quasi Insane steht einfach dafür, dass man alles anklickt, also alles angehakt hat, dann quasi dann, Unique hatte ich ja vorhin erklärt, ne? Das ist, wenn man nur eine Appearance sammelt. Da dann Druid halt für die Klasse, beziehungsweise Account halt für den kompletten Account. Und Completist-Modus ist quasi der Modus, wo man alle quasi alle Vorlagen beim Transmog sammelt. Das will ich jetzt hauptsächlich machen. Jetzt von den Filter habe ich tatsächlich auch hier alles drin, ne? Von den ganzen Covenants und Skips und was es auch noch alles ist. Was ich aber jetzt hier bei den Seasonal-Filters rausgenommen habe, ist quasi Timewalker. Ja? Das werden wir zwar nachher uns nochmal ein bisschen genauer angucken, aber da will ich jetzt tatsächlich erstmal die Sachen rausfiltern, denn ich bin hauptsächlich jetzt bei Dungeon und Raids im Moment am Collecten. Und das erschwert es einfach ein bisschen zu sehen, was man aktuell tatsächlich sammeln kann. Timewalker ist ja dann immer nur für eine Woche, wenn ein Event ist. Die Woche ist übrigens gerade und ich will, obwohl ich es jetzt rausfilter, trotzdem farmen, aber dazu später nochmal. Genau, jetzt würde ich sagen, bevor wir hier ins All the Things reinschauen, schauen wir einmal die Tabelle an, was wir die Woche plus gemacht haben. Wir haben Completist-Score, haben wir insgesamt 1389 Punkte plus gemacht. Deswegen haben wir auch einen Rang in der Welt-Rangliste ein bisschen erhöhen können, was ganz nice ist. Dann Achievements habe ich keine absolviert, weil ich habe soweit die Achievements, die ich im Moment machen kann, alle, das hatte ich euch im letzten Video ausführlich gesagt, Feature Strengths auch nicht, das sind die Heldentaten, Mounts, Pets, auch den Score nicht. Ja? Also da bin ich ja überall so gut wie auf 100%, was man haben kann. Dann Titel habe ich irgendwie 3 Minus gemacht. Ich habe keine Ahnung warum. Ich vermute, dass das diese Covenant-Titel sind. Ich bin mit meinem Main ein bisschen hin und her geswappt von den Covenants, um ein paar Sachen noch zu holen.
Und ich vermute, dass ich deswegen Titel Minus gemacht habe, aber sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht, wie ich diese drei Titel Minus gemacht habe. Dann Reputations haben wir 4 Plus gemacht, das liegt an meinem Hordenchar. Auf meinem Alichar habe ich ja alle Fraktionen, die man auf Max haben kann, quasi auf Max abgegradet. Und jetzt bin ich gerade dabei, ein bisschen mit meinem Hordenchar, da habe ich mir einen Druid gewählt, dementsprechend die ganzen Hordenfraktionen zu erhöhen. Jetzt sind wir von 188 auf 192, also 4 Plus. Dann, ich habe 95 Rezepte Plus gemacht. Ich hatte zwar gesagt, mit den Rezepten will ich noch warten. Ich habe jetzt aber mal angefangen. Ich habe auf einem Server, wo ich früher gespielt habe, oder ich habe da immer noch die Chars, ne, aber ich spiele da jetzt nicht mehr so aktiv. Lothar, das ist mein ursprünglicher Main-Server gewesen. Da sind meine ganzen alten Charaktere und da habe ich mir so ein bisschen was rausgesucht. Die haben teilweise noch alte Rezepte, die halt auch rausgepatcht sind. Deswegen habe ich da angefangen, mit den Chars mal so ein bisschen mal hart zu gucken. Okay, sind da Rezepte günstig drin? Und ich will so nach und nach mit dem immer die Rezepte aufkaufen, um dann halt einfach die günstigen zu kriegen. Wenn ich das auf einmal mache, dann kann ich halt nicht gewährleisten, dass ich mir ein bisschen was spare. Und das andere ist, viele Berufe haben tatsächlich so eine Geschichte, da musst du täglich was herstellen. Zum Beispiel beim Schneider hast du täglich, dass man so Ballen umbasteln kann für MOP. Da muss man ewig viele Sachen craften, um dann dementsprechend Rezepte zu kriegen. Oder auch beim Juve gibt es schöne Dailies in SW bzw. im Nordend Dalaran. Und das versuche ich jetzt halt so ein bisschen täglich zu machen. Beim Alchi habe ich auch ein bisschen geguckt. Und ja, das einzige Problem, was ich gerade so ein bisschen sehe, ich habe zwar mit den Chars alte Rezepte, die nicht mehr drin sind, und auch nur deswegen mache ich es auf Lothar. Das Problem an dem Server ist, es ist ein Low-Pop-Server, und auf einem Low-Pop-Server sind halt kaum Sachen drin, vor allem irgendwelche alten Mats, die du zum Craften brauchst, sind halt kaum drin. Es sind natürlich wesentlich weniger Rezepte drin, beziehungsweise wenn sie drin sind, sind sie halt teurer. Ich hätte es lieber auf Antonidas gemacht oder auf Blackmoor auf einem sehr großen Server, weil da hast du bei diesen ganzen Sachen mehr Zeug im Auktionshaus, auch seltene Sachen im Auktionshaus, und die Preise sind meistens wesentlich günstiger. Zum Beispiel, ich wollte eine Juve Daily machen und das Problem war, es waren halt einfach diese Steine nicht im AH, oder es war, glaube ich, einer drin, ein Stein für 10.000. Da habe ich auf Antonidas geguckt, da ist er für 5 Gold drin, und zwar hunderte von den Dingern. Und das ist halt müßig, da muss ich wieder mir einen Bergbau-Char machen und einzeln losziehen und das Zeug holen. Und ach ja, das Zeug zum Sondieren war ebenso teuer. Also das ist ein bisschen müßig, aber ich hätte es gern, also jeden Beruf auf einem Char und nicht verteilt auf mehreren, und dementsprechend, da diese Chars quasi die Rezepte haben, die man nicht mehr kriegen kann aus Classic teilweise, muss ich es fast auf dem Server machen. Macht es ein bisschen müßig, aber das will ich jetzt so nach und nach immer ein bisschen nebenbei mitnehmen. Quests haben wir auch ein paar Plus gemacht, das sind, glaube ich, Quests von meinem Hordenchar. Da bin ich jetzt aktuell nicht so dran, aber ich will diese Quest demnächst irgendwann mal angehen. Treues haben wir nichts Plus gemacht, da gibt es ja nur noch eins Ingame, was ich mir holen kann. Appearance haben wir 209 Plus gemacht, das ist eigentlich ganz gut für das, was ich gefarmt habe. Oldscore habe ich jetzt nichts, da habe ich keinen Twink gelevelt. Die werden wir vielleicht die Woche ein bisschen erhöhen, aber später dazu mehr. Oldscore dementsprechend auch nichts. Honor Level haben wir 6 Plus gemacht und Honorable Kiss 1948. Das farme ich jetzt nicht explizit, um hier das höher zu kriegen. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Es ist ein netter Nebeneffekt, weil ich halt mit dem zweiten Account meistens im BG am Rumbasteln bin. Und dementsprechend einfach Ehre zu farmen, um diese Ehre umzuwandeln gegen Ehrenabzeichen. Und wiederum mit den Ehrenabzeichen mir Gear zu kaufen. Also kein Gear zum Equippen, sondern Transmog. Ja. Gut, dann gehen wir hier runter. All the things. Beim Insane Druid Comp sind wir von 1980 Items, was fehlen, auf 1909 runter. Das sind 71 Sachen, die ich da quasi abschließen konnte. Und das sind 0,2%. Und bei Insane Account Kombi, gut, da ist es jetzt 56.900 auf 55.700. Das klingt jetzt ziemlich viel. Ich habe bei dem hier leider keine Daten, wo ich das Trans oder das Timewalker Zeug noch drin habe, deswegen das ist wahrscheinlich hauptsächlich alles das Timewalker Zeug, wenn wir ehrlich sind. Ich bin am überlegen, ob ich die Daten hier einfach so ein bisschen umschreibe, aber dann kommt dann halt wahrscheinlich auch nichts Sinniges raus.
Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so und gut ist, ja. Das ist ein bisschen das Problem, weil da hatte ich nur einen Daten mit dem Timewalker-Zeug und hier jetzt halt ohne, oder ich mache halt die Liste ohne das Timewalker-Ding weiter, aber dann stimmt es mit oben wieder nicht überein, deswegen ist es ein bisschen blöd. Also das untere können wir für die Woche eigentlich ignorieren, das ist halt, weil da verschiedene Parameter drin sind. Genau, das soweit dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir im All the Things an sich rein. Wie gesagt, ich hatte euch ja letzte Woche alle Reiter gezeigt im Unique-Modus. Diesmal wollen wir uns, weil ich das jetzt bewusst aktuell nicht mache, nur Dungeons angucken. Und da habe ich hauptsächlich was gemacht. Ja? Wenn man jetzt bei Dungeons reinklickt, ihr seht, dass die Raids sind rausgeflogen. Und es sind nur noch quasi 5-Mann-Dungeons drin. Und diese 5-Mann-Dungeons habe ich eigentlich auch soweit fertig, weil ihr seht, das sind alles nur Zonendrops. Ne? Heißt, ich werde nicht mehr in diese 5-Mann-Dungeons reingehen, sondern mir dieses Zeug im Auktionshaus kaufen. Es gibt da auch eine gute Möglichkeit. Man kann sich diese Sachen, warte mal, wir machen es jetzt wieder zu, kann man sich tatsächlich auch rausfiltern, falls ihr das nicht wusstet. Wenn ihr, so wie ich, sagt, ah, ich kaufe mir das eh mal, weil prinzipiell bin ich immer für selber farmen, aber das Zeug hat so eine dreckig lowe Chance. Das macht, also die Classic BOE-Drops, das macht keinen Sinn, die selber zu farmen, ja. Da könnt ihr jahrelang farmen. Man muss halt irgendeiner Lucky mal so ein Item mal 0,00 irgendwas kriegen, dann kauft das für 100-200k im Auktionshaus und gut ist. Also so werde ich zumindest machen. Genau, und hier kann man irgendwie, ach so, man kann sogar mittlerweile PvP-Content rausfiltern. Interessant, das wusste ich gar nicht. Man kann die BOEs verschwinden lassen. Und wenn ich das jetzt anklicke, dann seht ihr, fliegt Classic komplett raus, weil es nur BOEs sind. Mal schauen mal, da sind sogar noch mehrere BOEs drin, das ist gleich um ein paar hundert Punkte runtergegangen. Wir machen es jetzt wieder ein und jetzt schauen wir mal, ob der Prozentsatz noch richtig ist. Ja doch, ich glaube schon. Vorhin habe ich zwischen Unique und Comp und Modus und Account hin und her geschalten und jedes Mal war es komplett anders, als ich wieder zurückgeschalten habe. Also das ist teilweise ein bisschen tricky. Genau, also Classic ist eigentlich soweit tatsächlich fertig, bis auf die Sachen, die ich mir halt dann jetzt noch auf wahrscheinlich anderen Servern im Auktionshaus kaufen will oder muss, je nachdem, wie man sehen will. Bei den Crusade habe ich eigentlich auch fertig, wie ihr seht. Da sind jetzt nur noch Mana-Gruft und Akantras sind halt auch Zonen-Drops. Das sind Gefängnisschlüssel und mit den Gefängnisschlüsseln kann man wiederum in Nethersturm so, ja, so Gefängnisse öffnen und da kommen Mobs raus, die kann man töten, die droppen halt umhängen, ne? Aber diese Gefängnisschlüssel kann man auch außerhalb von den Dungeons farmen. Also ich werde nicht in diese Dungeons reingehen, das ist halt nur hier wieder Zonendrop. Also theoretisch auch das Burning Crusade ist mit den Dungeons soweit fertig. Dann Wottel ist das erste, wo ich jetzt noch Dungeons habe. Ich habe einmal Eichhörnchens Kammer, das sind diese ganzen PvP-Teile. Und deswegen stehen wir auch hier in SW. Das kann man in Archavons Kammer bekommen, diese Umhänge. Das Problem ist, der Loot-Table der einzelnen Bosse ist halt riesengroß. Die haben jedes, oder ich glaube fast jedes PvP-Teil aus der jeweiligen Season. Und ihr seht hier, es sind alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Umhänge, die mir noch fehlen. Das sind, glaube ich, noch mehr Umhänge, die dasselbe Aussehen haben. Und dann haben sie alle PvP-Items vom Hunter, vom Magier, vom Priester und so weiter. Also ihr kriegt das komplette Set da, glaube ich, bei den Bossen. Zudem haben sie auch noch die T-Items aus den Raids. Also diese Mobs, ich glaube, viel größeren Lootpool hat kaum irgendein Raid-Mob. Und klar, das kann man natürlich auch farmen, ne? Aber ich werde mir diese letzten Umhänge tatsächlich hier jetzt gegen Ehrenabzeichen kaufen. Das ist, denke ich mal, deutlich effizienter. Dann müsste Archivons Kammer auch rausfallen. Das sind nämlich auch die meisten Items. 24 tatsächlich noch. Dann Prüfung des Kreuzfahrers. Es sind die anderen Schwierigkeitsgrade jetzt alle rausgefallen. Ich brauche jetzt quasi bloß noch mal C, einmal Schuhe. Ich kann euch sagen, ich war, glaube ich, mit über 10 Chars letzte Woche die ganzen Raids und Dungeons durchgelaufen. Also irgendwann, also ich hätte noch mehr Lederchars gehabt, aber das Problem ist, vor allem bei Prüfung des Kreuzfahrers, wenn man es im HC machen will, muss man vorher NHC gemacht haben. Ja? Also ihr müsst quasi eine Woche NHC machen und könnt dann erst nächste Woche HC machen. Und ich habe mit einigen dann noch NHC gemacht, aber tatsächlich nicht mit allen, ja, um da dementsprechend nicht einen komplett gewasteten Run zu machen. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt die Woche mit irgendeinem Char quasi aus dem C raus, dass das mal weg ist. Dann aus ICC habe ich auch die ganzen Schwierigkeitsgrade bis auf einen rausbekommen. Da brauche ich jetzt bei Valitra nur noch einen, ja, Zweinstreitkolben. Da habe ich unter anderem auch mit
ein paar Plattenklassen die letzten Sachen gefarmt, weil mir haben noch Umhänge und einige Waffen gefehlt. Und da habe ich gleich mit ein paar Worries und Palas das Ganze gemacht und haben wir nebenbei noch ein bisschen Plattengear mitnehmen können. Das Ding kann ich leider mit dem Worry nicht farmen. Ist mir dann aufgefallen, weil Valitra, da musst du hoch heilen und ja, mit dem Worry kann ich nicht heilen. Ich weiß zwar, dass man mittlerweile mit dem Azerithals irgendwie mit einem bestimmten, wenn man da was reinsockelt, auch heilen kann, aber jetzt extra mit meinen Worries den Azerithals nochmal für die Sockelhoffarm ist mir dann tatsächlich doch zu aufwendig dafür. Also heißt, ich werde wahrscheinlich die Woche nochmal ein paar mit ein paar Druids, vielleicht ein paar Palas da durchlaufen, dann hoffentlich kriege ich den. Im Rubinsanktum fehlt mir auch noch ein Leder-Item, auch im AC. Hier ist es natürlich besser als in Prüfung des Kreuzfahrers, da muss man nicht vorher NRC gemacht haben mit den Chars. Dann habe ich ein BOE-Item in Asiol Narub, das ist einmal dieser Gürtel. Das ist eins der beschissensten Items im Spiel, was man farmen kann, würde ich behaupten, denn man kann ihn A nur im HC farmen und B droppt er theoretisch von allen Trash-Mobs aus Asiol Narub. Das Problem ist, die Trash-Mobs in Asiol Narub, warum auch immer, buggen und man kann keinen einzigen Trash-Mob looten, bis auf zwei Mobs, die vom Endboss stehen. Also du kannst in der ganzen Instanz genau zwei Mobs looten, die diesen Gürtel droppen können. Und der hat halt eine miese Drop-Chance und das, ihr könnt es halt nur einmal am Tag machen, HC, ja. Also, könnt ihr euch vorstellen, dass man den ein bisschen beschissen farmen kann. Und das glaube ich 0, irgendwas Prozent Dropchance, dass das Ding hat. Ist aber BOE. Ihr seht hier, Marktwert 450.000. Ich denke mal, ich werde mir den irgendwo auf einem Server raussuchen und den tatsächlich kaufen. Und im Ausmatchen von Stratholm fehlt mir ein ganz normales Item. Das farme ich mit meinem Horden-Druid. Der braucht nämlich noch Ruf bei den Pandaren-Fraktionen. Da hat er den Wappenrock an. Mit dem farme ich so ein bisschen die 5 Mandanten, um da quasi nebenbei noch Ruf zu kriegen. Dann Cataclysm, seht ihr, da ist es dasselbe wie bei Archivons Kammer. Ach ja, ich habe es falsch gesagt, ne? Nordend hier, Archivons Kammer, das ist natürlich in Nordend, das Zeug zu kaufen und hier ist in SW zum Kaufen. Sorry, Pandora, da hatten wir was durcheinander gemacht. Genau, Archivons Kammer ist die einzige Dungeon noch und hier ist es das gleiche, da kann halt auch wieder alles PvP-Zeug droppen bei einem Boss, ne? Und das werde ich mir jetzt auch hier kaufen, dass ich da zumindest mit dem Druid nicht mehr rein muss. Also aber sonst, die anderen Instanzen hatten wir alle weg, was echt ganz nice ist. Dann einmal in Mist of Pandaria, da fehlen mir die World-Bosse. Hier dürfte es ein MOP auch so sein. Hier seht ihr auch wieder, Nalak hat einfach ein paar PvP-Sachen. Die werde ich mir wahrscheinlich auch demnächst einfach bei dem Händler kaufen. Dann sollte der rausfliegen. Und das andere ist einmal die Erhabenen, der hat da auch nochmal PvP-Sachen, aber blöderweise so eine Kiste und in der Kiste sind irgendwie Umhänge oder können Umhänge und Handschuhe drin sein, die als Schlachtzugsbrowser gemarkt sind, aber halt irgendwie nur bei dem droppen und ja, keine Ahnung, also ich glaube, ich muss mit einigen Chars vermutlich so ein bisschen diesen, die Erhabenen abfarmen, also auf der Timeless Ice in MOP. Da muss ich mal so ein bisschen gucken. Nala kann ich mir gegen Marken kaufen, den hier kann ich mir nur zum Teil über Marken kaufen, ne? Also hier die PvP-Umhänge über Marken, das restliche muss ich abfarmen, muss mal gucken, wie ich es mache. Ich glaube, da müsste es auch Bonus-Rollen können mit dem vom dritten Tier, also hier mit den Bonus-Rolls, die man im Schrein kriegt und quasi dann in SOO gebraucht hat. Apropos SOO, SOO ist raus und das ist der größte Timesaver überhaupt, weil ich, wie gesagt, selbst wenn du da durchflitzt mit einem super equippten Char, in SOO brauchst du einfach fast eine Dreiviertelstunde, dass du da einmal durch bist und da hat mir jetzt noch Mythic gefehlt gehabt, oder was? Ja, ich glaube Mythic, da hatte ich jetzt nach X Runs endlich das letzte Teil bekommen, das ist schon mal weg und ich bin echt froh. Dann sind noch zwei 5-Mann-Dungeon, einmal Sholo, das kannst du halt leider nur im HC machen, laufe ich wirklich jeden Tag mit meinem Main Druid. Und zwar einfach deswegen, weil man kann es nur einmal am Tag machen. Und ich habe, wo habe ich es denn, Zauberbuch? Hier diese schönen Ports, ne? Also halt, nee, das sind die von dem, von plus 20. Hier, da kannst du dich nach Sholo porten, wenn du damals den Challenge-Mode gemacht hast. Und ja, das ist eine schöne Sache. Dann versuche ich den jeden Tag einmal zu farmen. Aber das Ding ist halt so eine Epic-Waffe aus MOP und die haben halt eine 0, irgendwas Prozent Drop-Chance und das wird eine lange Angelegenheit. Und selbiges ist in Yosau-Tempel, da ist auch wieder so eine Waffe, die quasi so eine niedrige Drop-Chance hat. Und dementsprechend bin ich das auch schon am Farm, habe ich schon ein paar Runs gemacht hier. Aber das mache ich dann mit meinem Horden-Druid, dass der halt einfach nebenbei den Ruf noch kriegt bei der Pandaren-Gedöns-Fraktion. Genau. Soweit zu Mist of Pandaria. Da ist auch, wie gesagt, das meiste, die
ja, World Boss bzw. Thron des Donners, da sind es halt diese Titanforge-Sachen, ne? Also da habe ich den ganzen Loot, aber es gibt dann halt noch Items, die Titanforgen können und das ist halt auch ein bisschen blöder zu farmen. Der ein oder andere Transmog-Farmer wird sich erkennen. Dann guck mal rein in Warlords of Draenor. Die 5 Mandantins hatte ich euch letztens schon gezeigt, dass ich ja hier mit einem Plattenchar oder mit Stärke-Chars den Umhang noch farmen muss. Und hier waren es tatsächlich nur BOE-Zonendrops. Die werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen. Also das sind alles nur Zonenbeute, auch farmbar eher mies. Selbiges hier in Höllenfeuer-Zitadelle. 75k, da würde ich mir sogar vielleicht kaufen. Und dann sind es halt die ganzen Dungeons mit den riesen Lootpools, die ja Blizzard mittlerweile hier, oder nicht Blizzard, sondern All the Things, die Macher haben quasi das mittlerweile hier unter den gemeinsamen Dungeon-Loot quasi reingeschoben und nicht mehr hier. Deswegen sind auch die Zahlen ein bisschen niedriger geworden. Also die Dungeons habe ich bis jetzt noch nicht angefasst, weil da einfach so viel Loot-Zeug drin ist. Oder ich habe doch schon einige Runs gemacht, aber aktuell habe ich da noch keine gemacht. Das werde ich wahrscheinlich dann mit meinem Horden-Char machen, sobald er die anderen loweren Dungeons fertig hat. Dann in Legion war ich auch ein bisschen unterwegs. Da hatten mir ja auch noch ein, zwei Items gefehlt. Habe ich tatsächlich auch die Woche mit dem Main schon gemacht. Mit meinem Main geht das ganz easy durch. Da habe ich 250 angelegt, max zu 52. Da sind die Legion-Rates gar kein Stress. Also auch wahrscheinlich mit einem niedrigeren Chars. Da muss ich jetzt nächste oder die Woche mal gucken, dass ich mit meinem bisschen Low-Equipen, ich mit einem 230er habe ich auch schon ein paar LFR-Teile oder Xavius in Mythic gemacht, das war auch kein Stress. Dauert dann halt einfach immer nur so ein Ticken länger, ne? Vor allem, wenn man wie ich jetzt als Tank da dran ist. Genau. Aber viel fehlt mir ja da eh nicht mehr. Wenn wir jetzt gucken an Taurus, sind es jetzt noch 2 LFR-Teile und ein NRC-Teil. Dann in Nighthold habe ich das NRC-Teil gekriegt, brauche jetzt noch das HC-Teil. Und im Albtraum sind es halt die Xavius-Schultern. Ich habe das Transmog ja schon, hatte ich das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt. Bloß, es hat eine eigene ID im Mythic, jetzt kann ich das auch nochmal farmen. Naja, gut. Und dann Trash-Loot, aber den schiebe ich jetzt erstmal auf. Den kannst du auch leider nicht im AH kaufen. Ich habe den Trash-Loot, glaube ich, schon im LFR und im HC mal gefarmt. Das ist eine Riesenrotze, das sage ich euch. Also das hier, naja, werde ich wahrscheinlich als letztes machen. Und die 5 Mandantins, da fehlen mir jetzt auch nicht mehr viele Sachen. Ihr seht teilweise nur ein, zwei Sachen. Es sind, glaube ich, die anderen Instanzen habe ich jetzt jeden Tag abgefarmt. Sind meistens halt Items aus dem HC. Und die schaue ich, dass ich mit dem Main versuche, zumindest jetzt jeden Tag zu machen. Ich hoffe, dass ich so nach und nach da noch die restlichen Items rauskriege. Habe ich heute tatsächlich auch schon gemacht. Und da sieht es jetzt schon halbwegs gut aus. Ich hoffe, das wird demnächst rausfallen. Und ja, BFA, das gehe ich aktuell noch nicht an. Da mache ich jetzt erstmal das. Also mein aktuelles Ziel ist erstmal hier bis einschließlich Legion beim Druid soweit das Zeug fertig zu kriegen. Genau, das ist soweit dazu. Die anderen Sachen, wie gesagt, die tue ich bewusst jetzt im Moment nicht machen, dass wir so eins nach dem anderen da ein bisschen am Abarbeiten sind. Gut, dann haben wir das eigentlich soweit. Achso. Noch, dann können wir noch einmal kurz switchen, beziehungsweise, ja, wir müssen eigentlich gar nicht in den Comp-Modus switchen, da hatte ich euch hier gezeigt, sind wir jetzt bei 55.097 Items, die noch fehlen, da sind wir ein bisschen runter. Ich war auch tatsächlich mit meinem Worry ein paar Dungeons und mit dem Hunter war ich ein paar Raids und Dungeons unterwegs, mit dem Parler bin ich auch ein paar Raids gelaufen, also ich habe auch von den anderen Klassen so ein bisschen was mitgenommen, also diese 200 Items oder Transmog-Sachen, die wir die Woche Plus gemacht haben, sind natürlich nicht nur Druid-Sachen, so viele sind es nicht gewesen, das waren halt dann auch ein bisschen was von anderen Klassen und das will ich eigentlich so nebenher ein bisschen weitermachen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mir jede Woche so ein kleines Wochenziel tatsächlich stecke und versuche immer so ein bisschen die Events mitzunehmen. Jetzt beim Schlotternachts-Event, oder wir können jetzt doch mal kurz umschalten. Mal auf den Account-Modus. Beim Schlotternachts-Event war es, glaube ich, nicht so, dass mir noch irgendwas gefehlt hat, das aktuell ist. Jetzt wenn wir hier einmal auf Festtage gehen. Pilgerfreunde, Event, Nobelgarten, nein, da ist nichts. Das wollte ich dann halt immer quasi im Account nehmen. Okay, hier ist auch kein Event, was aktuell am Start ist. Ich habe anscheinend wirklich accountweit alle Sachen vom Schlotternachts-Event, das ist schon mal gut. Aber was die Woche ist, ist tatsächlich Timewalker und die Timewalk-Raids, ich glaube, nee, MOP gibt es glaube ich gar keinen Timewalk-Raid, also von dem her wäre es egal, aber alle Sachen, die nur temporär sind, versuche ich auch immer im Account-Modus mitzunehmen und dementsprechend möchte ich ganz gerne möglichst viele Sachen
bei den Dungeons mitnehmen in MOP, dass wir da so ein bisschen weiterkommen, und zwar countweit, um insgesamt 3 Punkte so ein bisschen abzuhaken. Und zwar einmal kann ich damit die Transmog-Sachen kriegen, zum zweiten kriege ich EP auf den Chars, ne? Und zum dritten kann ich damit zeitversetzte Abzeichen fahren. Normalerweise mache ich jede Timewalker oder jedes Timewalker-Event genau ein Dungeon, ein Timewalker-Dungeon mit Main. Jetzt ist es aber so, dass ich dass ich quasi mit meinem Hordenschar ja gerade die Hordenruf-Fraktion hochhau. Und viele der Hordenfraktionen oder allgemeinen Fraktionen kann man sich über diese Timewalker-Händler tatsächlich erkaufen, indem man sich da einfach Marken holt und dann dementsprechend ganz easy die Ruffraktion hochbekommt, ohne da dementsprechend großartig zu grinden. Und das will ich machen. Deswegen mache ich jetzt mit allen Chars, oder ich versuche alle Chars, die nicht auf Max-Level sind, einen Timewalker zu machen. Die kriegen EP. Ich kriege 500 Marken, kann die in Ruftoken stecken, und im Optimalfall kriege ich noch die fehlenden Transmog-Sachen. Solche Zielsynergien, wie es in Fachkreisen heißt, die liebe ich ja immer, wenn ich X Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und dazu nehmen wir jetzt mal hier noch den Haken raus mit Zeitwanderung und schauen uns mal so grob an, wie viele Timewalk-Dinger ich noch brauche, ne? Also, zum Beispiel hier haben wir noch 8 Sachen. Das sind halt jetzt platte Stoff zum Beispiel. Auch viel Stoffzeug tatsächlich und einige Waffen. Wir können jetzt mal so grob überschlagen. Also es sind hier 8 Timewalker-Items aus dem Dungeon. 9, dann sind wir bei 17. Da fehlt mir anscheinend gar nichts. Da fehlt mir auch... die gibt es wahrscheinlich nicht im Timewalker, ne? Das hier ist... Okay, das ist kein Timewalker. Da fehlen mir auch 9. Wie viel hatte ich? Ich war, glaube ich, bei 17. Dann sind wir bei 26. Dann schauen wir mal hier. 10, 36. 41. 44. Okay, das kann man sich merken. 44 Timewalker-Teile. Irgendwo schreiben wir uns das jetzt mal einfach hier unten in die Tabelle rein. Hier irgendwo. 44... Okay, 44 Timewalker-Sachen waren es. Mal gucken, wie viel ich nach einer Woche quasi mir zusammengehamstert habe. Ich habe heute schon ein paar, ich hatte heute frei, ne? Ich hatte heute ein paar Termine in der Früh zu erledigen und konnte dann Gott sei Dank heute schon ein bisschen loslegen tatsächlich. Und habe schon, ich glaube, einen Char habe ich auf Max-Level gelevelt und da habe ich, glaube ich, schon 3-4 Sachen tatsächlich im Timewalker bekommen. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr raus. Also das ist so ein bisschen das kleine Wochenziel, was ich habe, neben dem Druid-Zeug zu farmen. So, jetzt wollten wir ja noch, dass wir das nicht vergessen. Oh, das Video wird doch schon wieder ewig lang. Einmal machen wir das hier wieder rein und gehen dann auf Druid rüber. Wir wollten noch die PvP-Teile kaufen, tatsächlich. Und zwar den Account-Modus nehmen wir raus. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder auf anderen Werten. Ihr seht, jetzt habe ich wieder irgendwie nur 42, also waren es hier 1909 waren es. Wisst ihr, was das liegt? Ich glaube, ich muss dann teilweise zum Debuggen, gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Moment, machen wir es hier oben drüber. Man muss dann teilweise in den Unique-Modus switchen, dann wieder den Kompletist-Modus und dann refreshen. Dann schnaggelt das manchmal, keine Ahnung. Was er dann noch dazu nimmt, das sind dann meistens so überlappt. Ach, schau mal, jetzt habe ich sogar noch weniger. Jetzt glaube ich, jetzt muss ich refreshen und dann müsste es wieder klappen. Ah, seht ihr, hier, mittlerweile schon raus. Gut, wir wollten uns jetzt die Teile kaufen. Ich bin ja jetzt mittlerweile hier, hatte ich glaube ich euch vorhin schon gezeigt, bei 3973 Items. Und bei 4000 wollte ich ja mal 2 Videos machen, dass wir mal ein bisschen in das Transmog von den anderen Klassen investieren. Bevor wir das aber machen, will ich vom Druid noch ein bisschen was kaufen. Und zwar sind es diese Umhänge, die mir in Kataklysm noch fehlen. Und die müssten hier bei den Händlern sein. Und zwar haben wir da schon mal einen Bösewicht. Haben wir den ersten Umhang, okay. Dann schauen wir mal, das waren glaube ich die Classic Dudes. Der hat auch nichts. Das ist immer schön, dass man über die NPCs drüber fahren kann und dann das Addon direkt einem sagt, der Typ hat noch was, quatsch mal mit dem. Da muss man sagen, da haben die Leute sich von All the Things ja halt auch richtig Mühe gegeben, ne? Und alle möglichen Sachen gecheckt. Okay, die haben wir auch. Der Typ
hat auch noch ein paar Umhänge für mich. Ich habe mir halt ursprünglich mal nur die einzelnen Transmogs geholt, ne, für den Unique-Modus und dementsprechend, die sehen ja alle gleich aus, aber für die IDs braucht man dementsprechend die auch noch. Gut, und der müsste auch noch einen Teil haben. Wo haben wir es denn? Einen Gürtel, ne? Man überseht dann doch immer mal wieder was. Gut, jetzt ziehen wir die einmal an, verkaufen die. Das hat mich jetzt halt ein paar Marken wieder gekostet, aber nicht so schlimm. In spätestens 1-2 Wochen werden wir, denke ich mal, die 4K zusammen haben und dann können wir mal ordentlich was ausgeben. Und ja, mal schauen, was da so... Oh, jetzt muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich nicht mein richtiges Gear vertick. Ich hätte jetzt gesagt, nicht, dass mir das schon passiert ist, aber doch, das ist mir tatsächlich schon passiert. Dementsprechend muss ich hier gut gucken. Okay, Item Level passt halbwegs. Jetzt können wir das bei dem Kollegen hier verkaufen. Da. Gut, und jetzt schauen wir mal rein. Baradin-Festung, es fehlt noch ein Teil, und zwar ist das kein PvP-Teil, sondern hier oben... Hallo. Ist das tatsächlich ein Item, was wir uns, glaube ich, bei dem Händler kaufen? Das ist ein PvE-Ding nämlich. Hier, das hier, seht ihr? Entschuldigung, habe ich das auch mal vergessen zu kaufen. So, das haben wir jetzt auch. Hauen wir das weg. Und damit haben wir jetzt tatsächlich hier Cutter raus. Ihr seht, Cutter ist gar nicht mehr in der Liste. Haben wieder ein bisschen was an Items losgeworden. Oh, und eigentlich sollte ich am besten jetzt den Wert hier... angeben, oder? Hätte ich gesagt. Moment, dann schreibe ich das mal kurz um. Und zwar, dann sind wir beim Druid bei... ...1882 und haben 97,51. Dann sind es doch sogar ein paar Prozente mehr. Und dann müsste ich auch tatsächlich noch den komplett Testmodus im Account-Modus auch noch umschreiben. Schauen wir mal, was da rumkommt. Das einzige Nervige ist, dass die Ladezeiten da doch immer relativ... Warum sind denn jetzt so viele Items raus? Moment, habe ich da jetzt... I don't know. Da sind jetzt mehr als die 10 Items oder so, was ich gekauft habe, rausgeflogen. Aber, was man immer auch bedenken muss, manche Items sind unter mehreren Reitern drin. Also diese PvP-Items, die werden jetzt einmal wahrscheinlich unter Dungeon-Schlachtzüge in dem Dungeon drin gewesen sein. Dann einmal bei dem Händler in Außenbereichen, dann einmal unter PvP und ja, dann sind es natürlich schon viele Quellen, ne? Und dann fliegt natürlich auch dementsprechend mehr raus. Gut, danach wären wir tatsächlich soweit fertig. Jetzt nochmal ein kleiner Aufruf in eigener Sache quasi. Ich habe ja diese Tabellchen da gebastelt. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch euch selber sowas gebaut oder kennt euch da ein bisschen besser aus. Ich habe hier schon so ein Ding reingemacht, ne? Dass ich, wenn ich das längerfristig mache, dass ich das so ein bisschen weiterziehen kann. Und ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu meint. Und dann sehen wir uns beim nächsten Collection-Update. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.